Die große Krise Berlins hält unvermindert an. Sie hat das Gesicht der Stadt verwandelt. Das Straßenbild zeigt die Fiebererscheinungen unruhig pulsierender Geschäftigkeit und gespannter Erwartung. Berlins Organismus läuft auf erhöhter Tourenzahl. Der Schwarzmarkt, in den Westzonen fast ausgestorben, besteht in Berlin weiter als Folge der sowjetrussischen Währungspolitik. Man tauscht Ostmark in Westmark oder umgekehrt. Man horcht herum, man organisiert und handelt und tut auch manches andere schwarz. Und manchmal greift auch Polizei ein. Die Inseln des Schwarzhandels werden isoliert und abgeräumt. Berlins Westsektoren leiden unter größten Einschränkungen von Gas und Elektrizität. Doch Berlin bleibt auf dem Laufenden. Am Tage verliest ein Lautsprecherwagen von RIAS, dem Rundfunk im amerikanischen Sektor, die neuesten Nachrichten. Der Reporter auf Rädern vermittelt den Kontakt mit der großen Politik, die um Berlin kreist. Berlin ist ohne Nachschub zu Land und zu Wasser. An den Zonengrenzen im Westen stauen sich die Züge mit Kohlen. Volle Waggons, tote Gleise, keine Durchfahrt. Das ist der Anfangspunkt der Hungerblockade, die von den Sowjets gegen die Westsektoren Berlins verhängt wurde. Dasselbe Bild auf den Wasserwegen. In einer kilometerlangen Kette liegen schwer beladene Kähne an den Zonengrenzen. Die Durchfahrt nach Berlin ist gesperrt. Die lebenswichtige Ladung liegt fest. Umso mehr wird die Luftbrücke nach Berlin von den westlichen Alliierten ausgebaut. Die britische Luftwaffe stellte 10 Sunderland-Flugboote für die Versorgung Berlins. In Finkenwerder bei Hamburg starten die Maschinen auf der Elbe. Jede trägt 6 bis 8 Tonnen Lebensmittel. In einer Stunde ist Berlin erreicht. Die Gewässer im Westen Berlins sind die natürlichen Landeplätze für die Flugboote. Dadurch werden die Flugplätze Berlin-Tempelhof und Gatow entlastet. Nicht nur Lebensmittel werden nach Berlin geflogen. Der Sprecher von RIAS gibt bekannt. Trotz ungünstiger Witterung und niedriger Wolkendecke vollzog sich auch heute der Lufttransportverkehr nach Berlin planmäßig. Am frühen Nachmittag trafen die ersten Skymaster-Maschinen mit je 8 Tonnen Steinkohl an Bord in Tempelhof ein, die von deutschen Sonderarbeitskommandos sofort auf amerikanische 10 Tonnen Sattelschlepper umgeladen wurden. Insgesamt wurden heute 40 Maschinen mit Kohle für die Berliner Westsektoren erwartet. Die Lage in Berlin steht im Mittelpunkt der Weltpolitik. Der amerikanische Außenminister Marshall erklärte kategorisch, wir beabsichtigen, in Berlin zu bleiben. Winston Churchill sprach als Führer der konservativen Partei Englands in Luton vor 100.000 Zuhörern. Er bekräftigte die Erklärung des britischen Außenministers Bevin, in Berlin zu bleiben. All naturally anxious about what is happening in Berlin. Last month, on May the 4th, our Foreign Secretary, Mr. Bevin, said in Parliament, we are in Berlin as of right. It is our intention to stay there. Eine vielgenannte Persönlichkeit in der Krise um Berlin. Frau Luise Schröder, die Berliner Oberbürgermeisterin. Hier wird sie bei einem Besuch in Hamburg von Bürgermeister Brauer begrüßt. Ganz Deutschland nimmt Anteil am Kampfe Berlins um seine Freiheit. Die Hamburger Bürgerschaft trat zu einer Sondersitzung zusammen, an der auch die führenden Politiker der Berliner Parteien teilnahmen. Der Präsident der Hamburger Bürgerschaft, Bürgermeister Schönfelder, sagte: Wir empfinden die Hungerblockade als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Sie stehen in krassem Widerspruch zu den Grundsätzen eines friedlichen Aufbaus. Für die Sozialdemokratische Partei sprach der Fraktionsvorsitzende Klabunde: Wir denken an Berlin nicht nur deswegen, weil Berlin für sich kämpft. Berlin kämpft für Deutschland. Der Kampf, der dort geführt wird, ist unser Kampf. Es ist gar keine Frage der Wahl, die wir haben. Das ist eine Frage des Zwanges, der sich aus der Situation ergibt. Es wurde eine Entschließung zur Debatte gestellt, nach der die Hamburger Bevölkerung eine Tagesration Lebensmittel für Berlin spendet. Hier das Ergebnis der Abstimmung. Ihnen vorgelegte Entschließung.
bitte alle die Damen und Herren, die dieser Entschließung zustimmen wollen, ihre Hand zu erheben. Bitte um die Gegenprobe. Gegen 3 Stimmen angenommen, gegen die Stimmen der kommunistischen Fraktion. Wie in Hamburg, so erklärten auch in vielen anderen Städten Deutschlands die großen Parteien und die Bürgerschaft ihre Verbundenheit mit dem Schicksal Berlins. Aus vielen Orten gingen beträchtliche Spenden an Lebensmitteln und Geld nach Berlin. Alle diese Entschließungen und Kundgebungen zeigen, Berlin steht nicht allein.